Resistenza sì. Warum bist du heute Nachmittag davon gelaufen? Ist da noch eine Erklärung notwendig? Ich glaube, dass das Schicksal es anders mit uns will, als unsere Mütter es beschlossen haben. Es kann nicht nur Zufall gewesen sein, dass wir uns heute getroffen haben, fern von allem höfischen Zwang. Ich glaube sogar, es ist alles in Ordnung. Was ist in Ordnung? Mama wollte doch, ich soll mich mit einer Tochter von Tante Ludovica verloben. Ich habe noch nie meiner Mutter einen Wunsch so gern erfüllt wie diesen. Sissi, ich liebe dich. Willst du meine Frau werden? Nein, nie. Und warum nicht? Weil ich Nenés Glück nicht im Weg stehen will und weil ich ihr nie den Mann stehlen werde. Aber Sissi, sei doch vernünftig. Erstens stiehlst du Nené nicht den Mann, denn ich bin noch nicht ihr Mann. Und zweitens stehst du ihrem Glück nicht im Weg, denn ich weiß nicht, ob es ein Glück ist, mit mir verheiratet zu sein. Gewiss, ich bin Kaiser von Österreich, Herr eines mächtigen Landes. Aber überall lauern Gefahren, die Rebellen in Mailand, der Aufruhr in Ungarn. Dann, ich nehme meine Pflichten sehr ernst, Sissi. Ich werde nicht viel Zeit für meine Frau haben. Und trotzdem, Sissi, wäre ich glücklich, eine Frau neben mir zu haben, wie du es bist. Erinnerst du dich nicht, was ich heute zu dir gesagt habe? Noch ehe ich wusste, wer du bist. So müsste sie aussehen. Diese Augen müsste sie haben. Diesen Mund. Bitte sprich nicht weiter, sonst vergesse ich jede Etikette und lauf davon. Aber Sissi. Du, übrigens, findest du nicht, dass Franz sich ein bisschen wenig mit Nené beschäftigt? Ich dachte, er wird doch zumindest den Ball mit ihr eröffnen. Franz tanzt immer erst ein Cotillon und dann wird er bestimmt mit Nené tanzen. Im Übrigen sei ganz ohne Sorge. Es geht alles so, wie ich es wünsche. Ich verlasse mich ganz auf dich. Sissi. Willst du mir nicht helfen, diese schwere Last zu tragen? Und wenn Nené nicht wäre? Sie ist aber. Und ich liebe Nené. Ich werde es nie übers Herz bringen, ihr weh zu tun. Und sie liebt dich. Sie hat es mir gesagt. Franz? Ja, Mama? Ich hätte gerne ein paar Worte mit dir gesprochen. Selbstverständlich, Mama. Verzeih bitte, Sissi. Du hast wunderbar ausgesehen, mein Schatz. Ja? Alle haben nur auf dich geschaut. Die wissen natürlich genau, was vorgeht. Ich habe es bemerkt. Du, Tante Sophie hat gesagt... Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, Franz Josef wird den Cotillon mit ihr tanzen. Das habe ich mir gedacht. Und damit gleichzeitig die Verlobung bekannt geben. Ach, ich bin so glücklich. Mein lieber Franz, es wäre nun an der Zeit, deine Verlobung bekannt zu machen. Und ich wollte dich fragen, ob du dich entschlossen hast. Ja, Mama, ich habe mich entschlossen. Das freut mich. Dann werde ich also die Verlobung verkünden. Im Übrigen ahnen ohnehin schon alle, dass du dich mit Nené verloben wirst. Mama, ich habe mich nicht für Nené entschlossen, sondern für Sissi. Sissi? Ja, weißt du denn, was du sprichst? Genau, Mama. Aber Franz! Du kannst doch nicht diesen Franz heiraten. Ein Mädel, kaum 16, schlecht erzogen. Sissi wird eine Kaiserin werden, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Im schlechten Sinn. Im besten Sinn, Mama. Sie ist die Anmut selbst. Und ihr Charme ist von einer Herzlichkeit, wie ich ihn überhaupt noch nie erlebt habe. Sissi ist ein Schatz. Und ich werde mir diesen Schatz von niemandem wegnehmen lassen. Mein Entschluss steht fest. Ich heirate Sissi oder keine. Und ich bitte Sie, liebe Mama, in meinem Namen bei Tante Ludovica, um die Hand Sissis Hand zu halten. Onkel Max, werde ich dies selbst tun. Du stellst mich also vor eine vollendete Tatsache. Leider muss ich auch Sissi vor eine vollendete Tatsache stellen. Es tut mir aufrichtig leid, Mama.
dass wir zum ersten Mal nicht einer Meinung sind. Monsieur, bitte wählen Sie die Blumen für Ihre Damen zum Cotillon. Bitte, Monsieur. Suzanne, was hast du denn? Heute Nachmittag warst du schon so gedrückt und jetzt...